Oh, das ist aber eine Idee, da geht manchen richtig die Hutschnur durch. So, das ist kontrovers. Planst du was zu Olympia? Ich weiß es noch nicht. Einerseits finde ich das Thema natürlich super interessant, Olympia. Andererseits finde ich selber nicht so richtig gut, dass Olympia stattfindet. Machen wir mal einen kurzen Olympia-Abriss. Das, vielleicht bin ich auch ignorant, aber... Ist das Fenster beschlagen? Mein Olympia-Abriss, was ich finde, was seit Jahren nicht die beste Idee an Olympia ist, dass Olympia in irgendein Land fährt und da dann alles stattfindet. Wäre das nicht viel smarter, wenn jedes Jahr, je nachdem, wer teilnimmt, da, wo die meisten Teilnehmer herkommen oder wo die erfolgreichsten Teilnehmer aus dem letzten Jahr herkommen, da findet die Disziplin statt. Dann ist zum Beispiel Reiten findet in Zentraleuropa statt. Also fast alles in den USA, toll. Nee, ist überhaupt nicht wahr. Laufen gewinnen nicht die USA. Reiten gewinnen nicht die USA. Schwimmen sind die USA gut, aber auch nicht die besten. Wintersport sind die USA nicht permanent am besten. Grundsätzlich ist es zwar so, dass in den USA einfach dann viel stattfinden könnte, aber halt nicht alles. Und man kann doch auch sagen, wenn ein Land darf nur zwei oder drei Disziplinen austragen. Also die grundsätzliche Idee, dass man irgendwo hinfährt, wo potenziell vielleicht auch überhaupt nicht die richtigen Anlagen sind, man stampft das alles aus dem Nichts und dann geht da die ganze Show ab. Das ist doch auch voll Kacke. Also willst du es einfach aufsplitten? Ja, ich finde, dass die Großveranstaltung Olympia einfach ausgedient hat. Das ist nicht mehr zeitgemäß, das ist Kacke, das ist nicht geil für irgendwie für die meisten Beteiligten, das ist doch auch nichts fürs Klima, ist das doch auch scheiße, dass dann alle irgendwo hinfliegen und so. Das ist doch nix. Wäre dann der Reiseaufwand nicht größer? Nee. Grundsätzlich ist ja schon mal so, dass einfach weniger Leute fahren würden. Weil sagen wir mal, in Europa sind zwei Disziplinen, das ist ja schon mal eine kürzere Reisestrecke. Dann ist der Aufwand für das einzelne Land natürlich auch viel geringer. So. Es ist ja so, du machst ja keinen Plus mit Olympia. Olympia rund um die Welt. Ich dachte, das ist der Gedanke. Ich dachte, die Idee von Olympia ist, dass die Welt zusammenkommt, um Sport zu machen. Und dass das eins bezieht, dass die örtlich zusammenkommen muss, das war mir nicht klar. Und das wäre doch auch voll cool für Länder, die sich das finanziell vielleicht einfach nicht leisten können, Olympia zu irgendwie als Gastgeber auszurichten. Das wäre doch mega cool, dass auch mal kleine Länder eine Disziplin hosten können und so. Na, gewisse Sportarten profitieren ja davon, dass sie zusammen im Stadion stattfinden. Ja, die können ja in einem Stadion sein. Keine Leichtathletik ist dann halt in einem Stadion. Und Schwimmen ist woanders. Und Schießen ist woanders. Und Wintersport ist woanders. Ich bin ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, dass das Leute in Schutz nehmen, das aktuelle Konzept. Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich kacke. Aber schaffst du nicht Arbeitsplätze? Ja, aber das... Die werden doch dann woanders geschaffen. Ist es nicht viel besser, wenn auch Arbeitsplätze in irgendwie industrieschwächeren Nationen geschaffen werden? Also wäre es nicht voll gut, wenn irgendwie mehr Sachen zum Beispiel, keine Ahnung, dann findet halt irgendeine Disziplin in Peru statt, eine ist in Äthiopien, dann ist noch was in Frankreich, dann ist irgendwas, kann ja auf Grönland sein, dann machen wir noch was in China, komm ein bisschen rum. Dann müssten wir halt auch nicht überall diese Olympia-Unterkünfte bauen, in denen 6 Millionen Sportler schlafen müssen. Und das Infrastrukturargument, das ist ja nur so halb nachvollziehbar, oder? Weil wenn das in mehreren Ländern ist, ist das doch auch da, oder? Sehe ich das falsch? In olympischen Dörfern wohnen danach doch ganz normale Leute? Naja. Ich denke nicht, dass das Komitee so wohltätig denkt. Das ist nämlich genau der Punkt. Olympia denkt nicht darüber nach, was vielleicht gut für die Welt ist. Olympia denkt darüber nach, wie man richtig fett Sponsorengelder mit den sportlichen Leistungen, den öffentlichen Geldern anderer Länder verdienen kann. Darüber denkt Olympia nach. Die Unterkünfte in Japan für die Sportler sind schon ganz normale Leute verkauft. Das ist natürlich immer ein Geht-so-Argument, finde ich. Weil das Ding ist, dass manchmal die Unterkünfte danach saulange genutzt werden und gut jetzt schon verkauft sind. Das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, wie in Japan der Immobilienmarkt einfach funktioniert. Aber per se ist doch Olympia jetzt nicht was nachhaltig super Positives für die Wirtschaft eines Landes. Das ist doch immer ein Minusgeschäft, soweit ich zumindest weiß. Vielleicht bin ich da auch falsch informiert. Image-technisch, alles klar, ne? Kann bestimmt einem Land auch helfen, ist für die Außenwirkung bestimmt super und so. Aber das ganze Infrastruktur- und Geldthema, das macht doch keinen Sinn. Du gibst doch nur Geld aus für Olympia. Du gehst als Land, als Veranstalter doch nicht mit einem Plus aus Olympia raus. Aber besseres Image, schlecht langfristig mehr Geld, oder? Grundsätzlich ja, aber du kannst ja dann auch einfach weniger Geld nehmen und das in Tourismuswirtschaft stecken oder so. Ist fürs Land nicht eine Art Investition für den wachsenden Tourismus? Ich sag nur, das Geld kann man doch besser investieren. Vielleicht sehe ich das auch zu wohltätig. Also ich habe halt drüber nachgedacht, wäre doch viel cooler, wenn das überall auf der Welt ist. Und keine Ahnung, auch so, wie viele Leute gucken sich denn mehrere Disziplinen an? Also ich als Zuschauer hatte so das Gefühl, ich profitiere auch gar nicht so doll davon.
Und wenn ich jetzt sage, ich möchte halt Reiten und Schießen sehen, dann kann ich ja zum Reiten fliegen und Schießen kann ich mir halt im Stream angucken. So. Also, du guckst nahezu alles. Ja, gut, aber du guckst doch nicht alles im Stadion. Also, falls du ein Ticket hast für alles bei Olympia, dann kannst du mir super gerne nachher mal kurz auf WhatsApp schreiben. Also, ich habe ein paar Business-Ideen für dich. Ich meine, ernst gemeine Frage. Was kostet, gibt's Tickets überhaupt, dass man alles gucken darf? Ich weiß, dass eine Freundin von mir hat Tickets gekauft, hier in Tokio, für ihre beiden Eltern und sich. Und ich weiß nicht genau, was die gucken dürfen, aber die darf nicht alles gucken und da hat jedes Ticket $3,600 gekostet. Das hat der Öffnung von Japan stark geholfen. Nee, sorry. Ich habe den Rest gelesen. Das hat nicht stattgefunden, dieses Event. Was ist denn da? Also, das mache ich überhaupt nicht böse, aber was ist das für eine Behauptung? Das kannst du doch überhaupt nicht belegen. Seit Corona ist kein einziger Tourist nach Japan so richtig gekommen. Also, der Einleitungssatz, ich lese da, warte, ich blende den eben ein. Wenn ich über deinen Beitrag rede, ist es nur fair, wenn ich den auch einblende. Also, ich verstehe deinen Punkt, aber er ist falsch. Es hat für die Öffnung von Japan sehr stark geholfen. Das solltest auch du sehen, da jetzt zum Beispiel mehr Sachen auf Englisch übersetzt sind. Olympia ist für sich selber sicher kein schwarzes Loch für Geld. Sicher ein schwarzes Loch, aber es kommen auch viele gute Sachen mit. Allerdings waren die Wohnungen im Olympiadorf doch etwas teuer. Ja, also, das mit englischen Übersetzungen, ja, aber ob das jetzt ein großer Verdienst von Olympia war, so. Also, okay, sagen wir mal positiv. Sagen wir es positiv, ja. Olympia hat dafür gesorgt, dass mehr Speisekarten auf Englisch übersetzt sind. Ich muss sagen, dass aus meiner persönlichen Wahrnehmung sich gar nichts verändert hat, was die Sprache, also die englische Sprachdurchdringung in Zentral-Tokio angeht. Aber da bin ich vielleicht auch ignorant. Kann halt sein, dass ich dafür auch einfach nicht genug unterwegs bin, um das beurteilen zu können. Ich habe nicht gefunden, wo jetzt irgendwie krass mehr Englisch wäre. Ich weiß, dass es eine Agentur gab, die hat zum Beispiel Speisekarten übersetzt, es gab irgendwie Hilfsservice und so. Das mag aber auch sein, dass ich das natürlich erst so richtig gemerkt hätte, wenn Olympia stattgefunden hätte. Das kann natürlich auch stark daran liegen. Okay, habe ich gelesen, The Real Lightning? Ich blende es mal ein. Ja, also für die Sportler ist es natürlich schön, dass man mit so... Oh, Entschuldigung, ich habe dein Haus gar nicht so. Jetzt habe ich ihn eingeblendet. Nein, Zoom-Bekun. Ist nachvollziehbar, so. Triffst natürlich trotzdem noch Sportler. Triffst halt Sportler deiner Disziplin, ne? Also ich weiß nur von Freunden, die im olympischen Dorf waren. Also, man hört zwei, drei Geschichten, sagen wir so. Ist schon gute Stimmung. Aber gut, haben wir da auch mal drüber geredet. Das ist meine absurde Idee. Wollt ihr gleich noch eine hören? Bei der immer, oh, das ist aber eine Idee, da geht manchen richtig die Hutschnur durch. So, das ist kontrovers. Ist nicht schlimm, aber ist schon was manchmal ein bisschen kontrovers ist, wenn ich das bei Freunden anbringe. Zunächst mal, Geschlechtertrennung im Sport komplett abschaffen. Aber hört erst zu, bis ihr sofort auf die Barrikaden geht. Mein Ersatz ist ein System, das ich ähnlich Boxen zum Beispiel gestalten würde. Sowas wie Gewichtsklassen. Ich sag also zum Beispiel beim Fußball, ich finde für jede Sportart eine angemessene Kategorisierung in Klassen. Ich sag also zum Beispiel beim Laufen Körpergröße oder so. Ich finde irgendeinen Faktor, der Sinn macht. So. Und dann kommt natürlich immer das Argument, ja, dann sind ja Frauen benachteiligt und so. Und das, da bin ich bei euch, dass es natürlich zumindest im Moment so aussieht, als gäbe es irgendeinen körperlichen Vorteil in vielen Sportarten. Aber es ist jetzt auch nicht gerade so, dass Frauen im Sport besonders viel Aufmerksamkeit bekommen und dass sie jetzt irgendwie reich damit werden, Sportler zu sein, Sportlerinnen zu sein, Entschuldigung. Ich würde sagen, das ist doch nur fair, dass einfach beide zusammen antreten. Und egal, ob ich Mann oder Frau bin, in meiner Gewichtsklasse bin ich gut oder in meiner Kategorie. Ich sage ja, Gewichtsklassen kann man nicht auf alles anwenden, ne? Aber weiß ich nicht. Wenn beim Laufen zum Beispiel ein Zusammenhang festgestellt wird zwischen Körpergröße und Geschwindigkeit, dann ist halt das so. Oder weiß ich nicht. Oder Körpergröße und Gewicht oder so. Jetzt fange ich erstmal an. Als Transsportler im Frauensport? Wie alle, also wie Transsportler sind einfach mit drin. Spielt keine Rolle, als was du dich identifizierst oder als was du geboren bist. Einfach egal. Kannst einfach mitmachen. Einfach egal. Ich sag's mal, wie es ist. Das ist natürlich ein komisches. Also, wenn die Idee von Olympia ist, dass was sind die Teil des olympischen olympischen Gedanken ist doch, dass jeder mitmachen kann. Und das ist ja faktisch damit so ein bisschen untergraben. Ich kann zwar mitmachen, aber ich werde vorher in eine Kategorie gesteckt. Aber da bin ich jetzt natürlich auch befangen, ist ja meine Idee. Ist mein Hot Take, genau, ist mein Hot Take. Ich sag, ich fände das erstens unterhaltsamer, weil halt wirklich darum gehen würde, wer ist der die Beste in dieser Disziplin. Ne, ich weiß ja nicht, tut das Not? Warum tut eine Geschlechtertrennung Not? Ich sag mal, wie es ist. Rein logisch macht die Geschlechtertrennung doch erstmal weniger Sinn. Ich könnte doch einfach sagen, wir machen alle mit. Alle machen mit. Und ich finde Bedingungen, die sind an den Sport gebunden sinnvoll und nicht einfach das Geschlecht. Der Gedanke, jeder war am Anfang nicht der Fall. Doch. Es gab, glaube ich, in der Geschichte von Olympia
einmal ein Event, wo nur Matrosen teilnehmen durften. Das war habe ich in meinem Funfact-Post gehabt. Es gab mal Matrosenschwimmen. Sonst ist das der olympische Gedanke, dass man mitmachen darf. Und dann, weiterer Teil meines Hot-Takes, sehe ich das falsch? Ist das nicht bei den Paralympics so? Haben die Paralympics Geschlechtertrennung? Irritierender Vergleich. Was ist denn da ein irritierender Vergleich? Es ist halt doppelt zweifache Ausrichtung von Olympia. Und wenn Olympia grundsätzlich für die Idee offen wäre, wenn sie es bei den Paralympics machen, wüssten wir, hey, sind grundsätzlich für die Idee geschlechtergemischter Disziplinen offen, dann könnten sie es ja vielleicht auf die regulären Olympiade auch übertragen. Also ich halte die Systeme von Shogi und Schach für sinnvoll. Dort haben Frauen auch eigene Titel, zum Beispiel Woman Grandmaster. Nur ist keiner Frau verboten, auch an offenen Turnieren teilzunehmen. Es gibt keine Man-Only-Turniere. Solange die Frau an einem Turnier teilnehmen will, steht es ihr frei. In Shogi muss sie für den Rank eines professionellen Spielers erreichen. Da kann sie auch zum Titel der Männer kämpfen. Weiß ich nicht. Ja, finde ich dann ehrlich gesagt ein bisschen obsolet, muss ich sagen. Also, hä? Spinn ich? Was macht denn das? Also, vielleicht bin ich jetzt auch völlig ignorant. Was macht denn das bei Schach und Shogi für einen Sinn? Also, von mir aus könnte man auch sagen, das gibt Heavyweight-Klassen und dann gibt's noch beste Person mit dunklen Haaren, beste Person mit blauen Augen, beste Person mit weiblichem Geschlecht, beste Person mit männlichem Geschlecht. On top als nette Medaille obendrauf. Mir ehrlich gesagt ziemlich Wumpe, so. Gilt als Sport. Nee, aber verstehst du nicht, was ich meine? Also, warum gibt's denn da überhaupt eine Geschlechtertrennung? Wieso macht das denn Sinn? Also, was ist da das Argument? Dass Frauen einfach schlechter in Shogi und Schach sind? Wenn ich mich nicht täusche, ist der intelligenteste lebende Mensch aktuell eine Frau, oder? Das heißt, das würde ja dieser Theorie erstmal widersprechen. Also identifiziert sich als Frau geboren, weil sie unterrepräsentiert sind. Ja, absolut, aber dann hilft das dann wirklich, das aufzuteilen? Es finde ich eine spannende Diskussion. Also zu sagen, hilft das dann, dass man sagt, man teilt das auf oder hilft das eher nicht? Mi Plerino, ich blende den Mann nicht ein, ich finde deinen Punkt komplett obsolet, muss ich leider ehrlich sagen. Weil du einfach außer Acht lässt, dass ich eine Alternativlösung angeboten habe, die einfach besser ist. Und das Problem, das du da beschreibst, einfach komplett aushebelt. Also wo würden denn Gewichtsklassen nicht das Problem lösen, das du da aufbringst? Sehe ich das falsch? Also das ist ja einfach... Das Problem entsteht doch nur, weil du das in Geschlechter unterteilst. Laut Wikipedia, Geschlechterunterschiede im Sport. Es ist nicht möglich, ein einheitliches Maß für die Leistungsfähigkeit des Menschen aufzustellen. Ist das jetzt ein Pro- oder Kontra-Argument oder einfach nur ein Spanner? Weil das ist ja eher gegen beides. Dann wäre nach der Idee wäre das Beste, wenn wir sagen, jeder, alle nehmen gleich teil. Okay, ich muss nochmal von vorne anfangen, weil ich wirklich immer noch viel lese. Wenn ihr immer noch mir erklären möchtet, dass Frauen weniger Muskelmasse haben als Männer, dann habt ihr meinen Punkt offensichtlich nicht verstanden. Dann habt ihr nicht verstanden, was ich euch gerade als Argument, also was ich gerade als Idee präsentiere. Und dann solltet ihr noch mal kurz zuhören. Weil ich versuche noch mal zu erklären. Meine Idee ist, wenn du jetzt ins Olympiastadion gehst, ne? Und sagst, ich möchte jetzt eine Kugel stoßen. Dann kommt nicht jemand und sagt, ah, okay, sie sind ein Mann, sie sind eine Frau, sie sind trans. Spielt keine Rolle, sie sind jetzt in dieser Kategorie, sondern jemand kommt und sagt, ah, Kugelstoßen. Dafür haben wir uns folgende Maßeinheiten überlegt, mit denen wir glauben, dass wir das in gute Kategorien unterteilen können. Sagen wir mal, die Länge ihrer Arme gegen ihr Gewicht und die beiden Faktoren ergeben einen Wert und dieser Wert, das ist ihre Kategorie. So, und alle Leute, die ihnen gleichen Wert haben wie sie, die kommen mit ihnen in eine Kategorie. Und es spielt keine Rolle, ob die Männer, Frauen, Trans oder sonst irgendwas sind. Spielt keine Rolle. So. Die Idee ist, ein besseres System zu finden, wie mehr Menschen in vergleichbarerer Art und Weise an Sport teilnehmen können, als zu sagen, hallo Michaela, du musst auf jeden Fall mit den anderen Mädchen in den Turnverein. Hallo Peter, du musst mit den Jungs in den Turnverein. Das ist meine Idee. Und die Idee ist quasi angelehnt, das hatte ich am Anfang als Beispiel gebracht, zum Beispiel beim Boxen, wo man sagt, es gibt Gewichtsklassen. Keine Ahnung, ob das ein gutes System ist, ich kenne mich mit Boxen zu wenig aus, aber wird schon lange gemacht. Im Boxen ist es zwar auch immer noch gemischt, aber man könnte natürlich auch einfach sagen, warum trennen wir die Geschlechter dann überhaupt noch? Wenn man sowieso in Gewichtsklassen unterteilt, sagt man doch eh, ich lasse Menschen gegeneinander antreten, die das gleiche Körpergewicht haben. Und beim Boxen wahrscheinlich hat das auch eine Aussagekraft darüber, wie viel Muskelmasse die haben. Und dann ist es doch hauptsächlich Technik. Das ist mein Vorschlag. Das heißt, wenn man dagegen Argument bringen will, absolut nachvollziehbar. Das Argument kann aber nicht sein,
Aber bei Männern und Frauen ist es doch so und so. Das macht ja keinen Sinn, weil das ist doch genau das, wo meine Lösung offen eigentlich besser ist, oder nicht? Oder sehe ich das falsch? Aber wenn man am Basketball dann sagt, alle Spieler dürfen nur 1,60, 1,80, 2,10 groß sein, dann nimmst du den Sport den Sinn. Wieso? Wieso nehme ich dem Sport den Sinn? Außerdem, dann machst du halt nicht Größe. Ich habe doch gesagt, man muss auf jeden Sport was Angemessenes finden. Handball, Fußball kann man auch nicht unterteilen, da der Unterschied der Personenposition den Reiz ausmacht. Wird doch schon gemacht. Ist doch nach Alter eingeteilt, zum Beispiel beim Fußball. Lass ich doch auch U18-Leute nicht mit in der Mannschaft spielen. Ist nach Geschlecht eingeteilt. Also, das möchte ich jetzt einfach mal herausnehmen. Du hast dein eigenes Gegenargument geliefert. Du sagst halt einfach, diese Faktoren gehen nicht, aber Faktoren, die nichts damit zu tun haben, wie leistungsfähig jemand ist, die zählen. Die müssen wir machen. Das doch, macht doch keinen Sinn, oder? Also im Prinzip wie Motorsport. Du trennst nach Kraft, Gewicht und so weiter. Und wer reinpasst, darf in der Klasse starten. So ein bisschen. Wurde nicht Formel 1 auch so krass überarbeitet vor Jahren mal? Ich kenne mich vielleicht auch nicht genug aus, aber... So, also, ich stell's einmal raus, weil du noch relativ neu bist. Moonstone Castle. Du bist, glaube ich, erst das zweite oder dritte Mal hier. Wir versuchen uns immer respektvoll auszutauschen. Keiner deiner Beiträge ist so richtig konstruktiv. Es ist bis jetzt immer alles nur so, ich bin nicht dein Bro, wir sind halt keine Freunde, so. Und ob das mein Ernst ist, hör mir doch zu. Du bist, wann in den Chat kommt? 30 Sekunden, nachdem du in den Chat gekommen bist, war dein erster Post sofort, ey, ist das dein Ernst? Du hast doch überhaupt keine Ahnung, was ich gesagt habe. Hör mir doch mal zu erst. Ich höre dir ja auch zu. Leider sehe ich daraus halt kein Bild, das mir zeigt, dass du mit mir reden möchtest. Also, das meine ich rein konstruktiv. Sorry, dass da jetzt so ein süffisanter Unterton war. Es war ein bisschen respektlos. Aber ich meine das rein konstruktiv. Ich versuche so nicht mit euch zu reden und so reden wir auch nicht miteinander. Achso, wäre sinnvoll, weil dann Leute zum Beispiel Transgender teilnehmen dürften. Kann halt jeder teilnehmen. Das ist halt meine Idee, dass einfach jeder teilnehmen darf. Never stop a running system. Ist das so running, das System? Also es läuft halt für manche Leute richtig gut und für andere ja nicht so, dachte ich. So, ich kann nur sagen, that's my hot take. Das ist meine Idee. Wenn euch die nicht gefällt, völlig in Ordnung. Dann könnt ihr aber, vielleicht denkt ihr auch mal drüber nach, warum ist das eigentlich so? Warum entscheidet mein Geschlecht darüber, wo ich beim Sport mitspielen darf und wo nicht? Kapuze habe ich gelesen. Ich habe ja auch Judo gemacht. Ich sehe deinen Punkt vielleicht hast du auch einfach mehr Ahnung als ich. Sehe ich nicht so richtig den Punkt. Er dreht sich ein bisschen um sich selbst. Die Vorstellung, dass, weil Frauen unterrepräsentiert sind, sollte man sie weiter in unterrepräsentierten eigenen liegen lassen, damit sie besser gegen unterrepräsentierte andere Frauen spielen können, kämpfen können. Ich finde gerade Judo ist doch ein Paradebeispiel, wo man sagen könnte, es geht halt nach Gewichtsklasse und dann zählt halt die Technik. Den Kommentar highlighten, über den ich rede, ja, kann ich machen, Sekunde. Ist ein guter Punkt. Jetzt muss ich deinen, da, Kapuze, ich muss den eben wiederfinden. Es ist immer ein bisschen irritierend, weil das Tool, mit dem ich diese Kommentare highlighte, da haben dann die Kommentare leider eine andere Farbe, als sie im Chat haben. Das heißt, ich muss dann immer, mein Gehirn sucht nach was, das so nicht da ist, wie ich suche. Da ist er, zack. Das war der Kommentar, über den ich gerade was gesagt habe. Ist unten eingeblendet, da. Beim Judo weiß ich, dass immer gesagt wurde, dass es unangenehm für die Parteien sein kann, dass sehr körpernah ist. Du, also ich sag mal so, dass mir relativ egal, wer mir in den Schritt greift, das ist mir immer eher unangenehm. Aber es ist halt Sport, darum geht's halt auch nicht. Also, ich sehe deinen Punkt, aber... Also, ich glaube, es ist auch sowas, das sollten dann die Leute selber entscheiden. Also, wenn jemandem das unangenehm ist, kann man ja sagen, es gibt immer noch eine alternative Liga, in der man dann eben nur so teilnimmt, aber... Na, Kapuze, der Punkt ist, auch, warte, ich blende deinen Post wieder ein, weil es ein gutes Beispiel. Ich glaube vielleicht aber auch, das kann sehr gut sein, dass ich es immer noch falsch sehe. Das Ding ist, dass wir zwei das Gleiche wiegen zum Beispiel, hat weniger Aussagekraft, als dass zwei Sportlerinnen das Gleiche wiegen. Denn wir reden ja von Top-Level-Sport. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass ein Großteil deiner Körpermasse Muskel ist. Wenn ich mit meinen 90 Kilo gegen einen 90 Kilo Boxer antrete, hackt der mich dermaßen ins Nirvana. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Der wird wahrscheinlich um einiges kleiner sein als ich, aber ist mir körperlich trotzdem eindeutig überlegen, was seine Körperleistung betrifft. Wenn der aber gegen einen anderen 90 Kilo Boxer oder eine Boxerin antritt, wird wahrscheinlich jemand vor ihm ihr stehen, der die gleiche Körpermenge, also die gleiche Muskelmasse hat, weil man eben auf einem hohen Niveau interagiert. Aber ist auf jeden Fall ein guter Punkt. So, das ist halt, worauf man achten müsste, dann theoretisch. Ich wiege so viel wie Gino. Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, ich wiege auch nicht mehr so viel weniger als Gino. Also,
Gino und ich nähern uns an, was eine Gewichtsklasse betrifft. Das ist wahrscheinlich einfach ein anderes Thema, wenn es dann um Amateurligen geht, aber darum steigt man dann vom Amateur halt zum Profi auf nach und nach. Ne? Aber wenn du sagst, du willst nach Körpereigenschaften trennen, warum muss dann Größe oder Gewicht sein? Warum nicht zum Beispiel das Geschlecht? Ich sehe das Kappa dahinter, aber ist uns beiden klar, dass das eine nicht wirklich Aussagekraft hat über deine Leistungsfähigkeit und die anderen Sachen eben schon. So, jetzt aber, wie gesagt, das war mein Hot-Take. Absolut in Ordnung, wenn ihr damit nicht übereinstimmt. Mir geht's da überhaupt nicht um irgendwelche Wokeness. Ich will nicht sagen, wow, Frauen müssen bevorteilt werden, Männer müssen bevorteilt werden. Keine Ahnung, das ist mir ehrlich gesagt in dem Fall nicht scheißegal, aber das ist nicht, was ich lösen möchte. Ich sag nur, ich raff's halt nicht. Warum gucke ich Frauenfußball? Und warum gucke ich Männerfußball? Ich kann doch einfach Mixfußball gucken. Ich kann auch einfach Mixboxen gucken oder Mixreiten oder Mixtennis oder Mixlaufen. Das heißt ja auch Mixed Martial Arts.